So, weiter geht's heute mit Assassin's Creed und ja, wir haben es geschafft. Die haben wir abgeschlossen, die Aufgabe. So, während wir hier noch so am Zaun hängen, würde ich gerne mal einfach ganz kurz noch schnell die Fähigkeiten pushen. Wir haben ja ein paar jetzt, also zwei neue. Was haben wir denn hier Schönes? Ich werde meine Gesundheit dann nochmal ein bisschen boosten. Jetzt ist tot und die Beruhigungssirup-Produktion ist eingestellt. Der Großmeister Crawford Starrick. Fry hat vor, ganz London in die Hände des wütenden Pöbels zu übergeben. Oder vielleicht hat er auch überhaupt nichts Besonderes vor, danke, Phil, sondern will nur mit unserem Leben spielen. Die Anstalt wurde dicht gemacht. Die medizinische Versorgung der ganzen Stadt ist gefährdet. Er will nicht, kann nicht die Konsequenzen seiner Taten erkennen. Der Mann ist offensichtlich ein Anarchist. Gentlemen. Dieser Tee wurde mir aus Indien geliefert. Per Schiff. Dann vom Hafen hinauf in eine Fabrik, wo er verpackt und per Kutsche zur Tür gebracht wurde. Dann wurde er ausgepackt und nach oben gebracht, zu mir. Diese Männer und Frauen arbeiten für mich. Alles verdanken sie mir, Crawford Starrick. Ihre Arbeit, ihre Zeit, ihr ganzes Leben an sich. Sie arbeiten in meinen Fabriken und auch alle ihre Kinder. Und sie kommen zu mir und sprechen von Jacob Fry. Diesem unbedeutenden Flegel von einer Bande namens Assassinen? Sie missachten eben die Stadt, die Tag und Nacht arbeitet, damit wir das hier trinken können. Dieses Wunder, diesen Tee. Ich nähere mich dem Ende meiner Forschungen. Unser geliebtes London wird nicht mehr lange unter diesem lästigen Narren zu leiden haben. Und diese Schwester, von der ich hörte, Miss Fry? Miss Fry wird dran glauben. Ziemlich bald. Köstlich. Entschuldige die Störung, Novize, aber vielleicht interessiert es dich, dass Sean und Rebecca Otto Berg entkommen sind. Berg leitet das sogenannte Sigma-Team. Violet de Costa ist seine Technikerin. Die beiden jagen und töten Assassinen schon sehr lange. Zum Glück geht's euch gut. Ach, Pillepalle. So ein lahmer Templer-Supersoldat ist doch kein Gegner für den glorreichen Sean Danger Hastings. Ich habe mit Rebecca gesprochen. Gut, wie auch immer. Bergs Anwesenheit bestätigt es. Der Edensplitter ist in London. Den Daten des Novizen nach muss es das Grabtuch sein. Die Templer scheinen es plötzlich ganz dringend haben zu wollen. Vielleicht wissen die mehr als wir. Wir wissen eigentlich nur, dass wir es nicht allein mit Sigma aufnehmen können. Überlasst das mir. In der Zwischenzeit haltet euch bedeckt. Lasst den Novizen erst die Daten synchronisieren. Okay. Mal gucken, was jetzt die nächste Aufgabe für uns ist. Ob wir uns jetzt schon um den Boss kümmern dürfen? Ich glaube noch nicht, das wäre noch zu früh. Ich glaube, sie muss vorher auch erstmal sterben. Naja, wir werden es einfach sehen. Wir werden es heute sehen. So, Sequenz 5 ist die nächste Aufgabe. Ja, genau, er ist dann immer der größte Boss. Deswegen machen wir heute Sequenz 5. Berufsrisiko. Die Eisenbahn hat ihm nicht gereicht. Jetzt hat Starrick auch noch eine Omnibusgesellschaft gekauft. Vermutlich um die Arbeiter im Bezirk zu kontrollieren und sie an die Leine zu legen. Pearl Attaway ist Starricks Konkurrentin, nicht wahr? Vielleicht sollte ich ins Geschäft einsteigen. Und Sie, Miss Fry? Was haben Sie vor? Ich habe das Papier studiert, das wir aus Kenways Haus haben. Ich sehe mir ein gewisses Monument an. Okay. So. Folge Level 5. So, jetzt gucken wir gerade mal, was wir, ob wir noch irgendwas haben. Ich gucke gerade, was wir Missionchen nicht machen müssen. Wir sind jetzt da. Alles muss Level 5 halt sein, ja. Ja, 4 haben wir gerade keine Mission mehr, ne? Sehe ich das gerade richtig? Thank you.
So, ich muss mal gerade gucken. Wir haben noch keine 5er. Ja, 5er kriege ich schon noch irgendwie down. Ich hab dich schon gesucht. Warte mal, Moment, da war eine Mission. Ich muss dir was sagen. Den Verfolger verfolgen. Locken Sie direkt das Verfolger zurück in den Zug. Dann machen wir das doch als erstes. In den letzten Tagen, als ich meine Runden drehte, da lief mir plötzlich so ein Schwachkopf hinterher. So ein ganz nervöser. Oh, der hat nichts Gutes im Sinne. Ich sag dir was, mach wie immer deine Runde. Wenn er auftaucht, behalte ich ihn im Auge. Wenn wir zurückkommen, ziehst du ihn in den Zug. Ei, alles klar. So. Den Treffpunkt erreichen. Wo ist denn der Treffpunkt? Ah, hinten. Okay, wir müssen mal kurz gucken, ob ich Barrierefähigkeiten habe. Oh ja, 4 Stück habe ich. Dann nehmen wir erstmal den und machen uns dann noch einmal einen Gesundheitsboost ein bisschen hoch. Und erreichen damit Level 4. Auch bei ihr mal kurz eben. Und dann bringen wir die gleichen Fähigkeiten wie bei Jacob mit Eevee. So, wir sollen einen Treffpunkt erreichen. Mit diesem Stock versprühst du so eine gewisse Lebensfreude. Und damit fällt es dahin, ne? So. Ja, das heißt, ein bisschen zu Fuß sind wir jetzt unterwegs. Leider. Ja, manchmal muss ich leider halt zeigen, wie man da hinkommt und alles drum und dran, statt in die Missionen reinzugehen, statt Missionen zu machen. Eigentlich nicht der Plan, aber gut. Wir müssen jetzt gucken, wo wir hin müssen. Ja, seit Level 4 sind wir mittlerweile bei unserer guten Eevee. Genauso wie bei Jacob. Wie gesagt, ich mache nur die Mission, die vom Zug vorgegeben wurde. Den größten Teil machen wir dann ab Mittwoch dann weiter. Also die nächste Hauptmission dann. Ah, so zwischendurch mal Nebenmissionen oder sowas. Bisschen Nebenquatsch. Muss auch mal sein. Hauptwerk Level 5 müssen wir sein. Ich muss immer mal die ganzen Gebiete noch anfangen zu erobern. Ne? Das ist ja das Problem an der Sache. Da müssen wir hin. Aber wie gesagt, das ist jetzt... Ich hoffe, dass wir die so ein bisschen mit den Missionen nacherobern. Da ist der Treffpunkt. Hier oben auf dem Dach. Agnes, sei vorsichtig. Du wirst von einer Bande gesucht. Ach, ist nicht wahr. Mir ist nur ein bekloppter Kerl auf den Fersen. Ganz sicher? Sicherer geht nicht. Der Typ. Da ist er. Der Gauner.
So, ich warte ihn jetzt einfach mal ab. Verstecken Sie sich vor jemandem? Wir sollen erstmal den Typen verfolgen. Der unsere geliebte Agnes verfolgt. Was macht der Mann da, Mama? Scheiße. Warte nur, bis ich meinen Ball geschärft habe. Du blöder Schwachkopf. Verzeihung, diese Frau ist in einer bedeutenden Gang. Gang? Welche Gang soll das sein? Ich glaube, sie ist in einem Zug. Klingt nach den Bastarden, die Caleb besiegt haben. Alarmiert die Leute auf den Dächern, die schalten wir aus. Ach, scheiße. Da ist sie ja. Die da, die von diesem Vollidioten verfolgt wird. So. Wer ist der Kerl? Du, warte mal! So, den Scharfschütze nehmen wir mal raus. Haben wir noch irgendwas? Ich nehme auch mal mit raus, dann haben wir nämlich Ruhe. Ich muss die ganze Scharfschütze erstmal rausnehmen. Oi, halt! Ich hab dir was zu sagen! Ja, fuck you, wegen Zielverlust, wegen dem Typen da oder was? Herzhaft. So, na gut, dann probieren wir es halt nochmal. So, nehmen wir den mal aus dem Spiel. Da ist der nächste. Solange ihr auf mich zielt, ist mir das tatsächlich egal. Ich hole mir jetzt erstmal den Typen. Hab sie! Ach du, gib mir... Na klar. Ach, leck mich doch. Weil ich glaube, ich jetzt die ganzen Scharfschützen nochmal schon muss. Aber es dauert manchmal so lange, bis ich da hoch bin, ist. Na, so ganz einfach ist gerade nicht die Mission.
So, jetzt hab ich dich doch tot. Gut, der. Hast du es geschafft? Jawohl. Natürlich. Warum auch nicht? Hier ist eine ganze Gang auf den Fersen. Ach, das ist nur ein Idiot, der zu blöd ist, mir zu folgen. Nein, die sind gefährlich. Die planen einen Hinterhalt am Bahnhof. Hm. Sei doch nicht albern. Ich muss den Bahnhof vor Agnes erreichen. Wo muss ich denn da hin? Da hinten. Ich muss ja jetzt runter wieder, Leute. Jetzt müssen wir Punkte erreichen. Jetzt hab ich's. Ging aber dann relativ schnell. Die sollte nicht das große Problem sein, die bleibt das. Weil das sind alle Level 3. So viel dazu. Und nun, was wird aus dem Typen, der Agnes verfolgt? Keine Chance. Ja, das ist. So, das Zugversteck erreichen. So. So, tschüss. Nicht für mich, nicht mein Problem. So, ich muss jetzt den Zug verstecken, natürlich, klar. Ach, das ist ja da vorne. Das ist gut. So, haben wir's. So, mein Freund. Wer bist du? Nigel Bumble. Warum folgst du uns? Ich will in ihre Gang. Ach, um Himmels Willen, jetzt weiß er, wer wir sind. Na gut, Kleiner. Du kannst mir helfen, den Zug sauber zu machen. Wenn du keine Angst vor Dreck hast. Ehrlich? Fantastisch. Sie werden es nicht bereuen. So, Zugversteck. Verfolgung abgeschlossen. Ja, die haben nicht alle geschafft. Jetzt einer hat es, glaube ich, auch. Haben mir nicht gefehlt. Aber wir haben es geschafft. Wir sehen uns damit in der nächsten Folge wieder. Wir sind nämlich durch für heute. Und ja, bis dann. Ne? Tschüss. Bei Assassin's Creed Syndicate.